BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der überraschende Rücktritt von FDP-Generalsekretär Christian Lindner. Die verschärfte Krise bei den Liberalen mit nur noch rund 3% Zustimmung. Diese Themen beherrschten heute auch die Landespolitik. Der ehemalige Justizminister Goll erklärte die Boygroup um Westerwelle, Lindner und Rösler für gescheitert. Und auch Fraktionschef Rühlke übte heute in Stuttgart Kritik am amtierenden Parteichef. Christian Lindners Abgang dürfte die Liberalen in Berlin hart getroffen haben. Das im Sommer angetretene junge Führungstrio aus Rösler, Lindner und Bahr zerfällt. Geliefert wurde noch nicht. In Berlin sei es auch angesichts der Eurokrise derzeit nicht leicht zu regieren, sagt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke. Zusätzlich ist die FDP in einer schwierigen Lage, weil sie innerhalb dieser Koalition in den letzten beiden Jahren nicht das umsetzen konnte, wofür sie gewählt worden ist. Und in diesem Zusammenhang und auch im Zusammenhang mit diesem Mitgliederentscheid ist der Rücktritt des Generalsekretärs zu sehen. Röslers umstrittener Umgang mit dem FDP-Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm ESM hält Rühlke für ausschlaggebend. Zwischenstände vorab durchsickern zu lassen, sei ein schwerer Fehler gewesen. Nun, Herr Rösler sollte akzeptieren, dass er sich unklug verhalten hat. Ich würde ihm auch empfehlen, ein entsprechendes Wort an die Partei zu richten. Dann sollte er sehen, dass möglichst rasch dafür gesorgt wird, dass die FDP wieder in ruhiges Fahrwasser kommt. Er muss seinen Beitrag dazu leisten, dass die Euro-Krise gelöst wird. Und er muss die Inhalte der FDP stärker profilieren, als ihm das in den letzten Monaten gelungen ist. Im Stuttgarter Landtag fürchtet die FDP aber, dass die Taten in Baden-Württemberg immer mehr vom Chaos in Berlin überschattet werden. Wenn man orkanartigen Gegenwind hat, aus Berlin, dann kommt man mit dem kleinen Schiff der Landespolitik natürlich gegen diesen Sturm nicht an. Und deshalb haben wir natürlich ein elementares Interesse daran, dass sich die Großwetterlage in Berlin auch für die FDP wieder beruhigt. In Berlin machen schon die ersten Gerüchte um Rösers Nachfolge die Runde. FDP-Bundestagsfraktionschef Rainer Brüderle dürfte lauern. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim überprüft erneut das Bahnprojekt Stuttgart 21. Anlass war eine Klage des BUND, wonach die Bahn bei der Änderung des Grundwasserkonzepts gegen den Artenschutz verstoßen haben soll. Dabei habe die Bahn die Gefahren für den gefährdeten Juchtenkäfer und diverse Vogelarten nicht ausreichend geprüft. Die Bahn weist die Vorwürfe zurück. Die Gemeinschaftsschule ist der FDP-Fraktion im Landtag trotz grün-rotem Gesetzentwurf nach wie vor zu vage. Kritisiert wird auch der von grün-rot proklamierte Anfang vom Ende des dreigliedrigen Schulsystems. Zuvor habe das Land beteuert, die Gemeinschaftsschule sei lediglich ein ergänzendes Schulangebot. Tim Kern von der FDP ist erbost darüber, wie leichtfertig die Koalition mit der Schullandschaft umgeht. Wir hatten das befürchtet und auch gesagt, dass die Gemeinschaftsschule der Einstieg in den Ausstieg aus dem gegliederten Schulsystem ist. Jetzt hat der Ministerpräsident vorgestern das auch bestätigt. Wir halten davon gar nichts. Inhaltlich hält die FDP nichts von der Gemeinschaftsschule. Die Vielfalt des dreigliedrigen Systems sei gefährdet, die individuelle Förderung dahin. Schwächere Schüler seien künftig überfordert, stärkere dagegen unterfordert. Auch die Attraktivität der Gemeinschaftsschule für kleine Schulen auf dem Land könnte zum Problem werden. Das bedeutet für den ländlichen Raum, dass die Kommunen, die sich Sorgen machen um den Erhalt ihres Schulstandorts, natürlich sich überlegen, ob sie die Gemeinschaftsschule einführen und sich damit aber aus politischen Gründen, um den Schulstandort zu halten, ein ganz bestimmtes pädagogisches Konzept einkaufen. Auch die angekündigten Eckdaten der Gemeinschaftsschule stoßen auf Kritik. Laut Regierung wird der Klassenteiler auf 28 abgesenkt. Die Schulen bekommen zusätzliche Lehrerwochenstunden, pädagogische Assistenten und werden zu Ganztagesschulen. Die Summe macht es einfach aus, dass die Gemeinschaftsschule stark bevorzugt wird gegenüber den traditionellen Schulen. Und ich finde, eine Kultusministerin sollte nicht Lieblingskinder haben und Stiefkinder, sondern für alle Schulen gleichermaßen da sein und alle gleich behandeln. Letztendlich geht es der Landesregierung um das Umsetzen einer Ideologie und das auf dem Rücken der Schüler. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.